Ja, ich möchte heute über Josef Beuys sprechen, und zwar am Anfang darüber, wie ich überhaupt auf Josef Beuys gestoßen bin. Ich habe damals in der DDR gelebt, war ungefähr, glaube 25, 26 Jahre alt und war sehr unzufrieden mit den Kunstentwicklungen in der DDR unter dem Dekret sozusagen des sozialistischen Realismus. Und durch Zufall hat mir ein Freund aus Westdeutschland eine Broschüre mitgebracht, die hieß Soziale Plastik. Ich zeige die mal hier in die Kamera. Ein unscheinbares Heft mit Schwarz-Weiß-Fotografien, das sich mit dem Künstler Josef Beuys beschäftigte und von Anthroposophen herausgebracht wurde. Ich war ganz uninformiert über die Gestalt Josef Beuys und habe begonnen, in diesem Heft zu lesen und habe festgestellt, dass da jemand als Künstler über Dinge spricht, die ich ansonsten aus dem Mund von Künstlern nie gehört habe. Da war also jemand, der sprach über direkte Demokratie, über soziale Plastik, über plastische Theorie, was ja natürlich in der Nähe der Kunst sich aufhält, über demokratischen Sozialismus, also zum Teil auch Vokabeln, die ich sehr gut kannte aus dem ganzen ideologischen Sprechen innerhalb der politischen DDR. Und ich war stark verwundert, was hier ein Künstler, der in Düsseldorf lebte, für seltsame Gedanken entwickelt hat. Und bei näherem Studium stellte ich fest, dass Beuys die Kunst als totale und einzige Möglichkeit gesetzt hat, die gesellschaftlichen Verhältnisse zu verändern. Jemand, der formulierte, dass der Privatkapitalismus im Westen und der Staatskapitalismus im Osten destruktive Systeme sind, die dabei sind, die Lebensverhältnisse in Frage zu stellen, also auch die Lebensgrundlagen, die Natur, die sozialen Beziehungen, also alles, was zu einer Gesellschaft dazugehört, sozusagen in ein Feld zu führen, was außerordentlich fragwürdig ist. Und Beuys hat als Antwort darauf, wie man aus diesen Problemen herauskommt, seinen erweiterten Kunstbegriff gesetzt. Das waren abenteuerliche Ideen, die mich elektrisiert haben und die mich auf den Gedanken gebracht haben, mich dieser Figur intensiver zuzuwenden. Ich habe damals an der Humboldt-Universität in Berlin studiert und habe den Entschluss gefasst, meine Abschlussarbeit 1981 über Josef Beuys zu schreiben. Was nicht ganz einfach war, weil die Informationslage in der DDR sehr reduziert war. Man bekam keine Literatur, es war noch kein Internet vorhanden, in dem man schnell nachschlagen konnte, wer Beuys ist. Es musste also ein mühevoller Weg beschritten werden, um erstmal Grundlagen zu schaffen, die über dieses kleine Heft, was ich schon besaß, hinausgingen. Das ist mir schließlich gelungen mit verschiedenen Hilfen, also mich dieser Gestalt anzunähern. Und je näher ich dieser Figur Beuys gekommen bin, umso interessanter wurde das, was ich da gelesen habe, ohne dass ich zunächst einmal irgendein Originalwerk von Beuys überhaupt gesehen habe. Die Situation änderte sich dann schlagartig, als in den Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre die Mauer fiel, die DDR sich auflöste und zum ersten Mal die Möglichkeit für mich auch bestand, mich mit Werken von Beuys auseinanderzusetzen. Ich bin damals nach Darmstadt gefahren, wo es im Hessischen Landesmuseum eines der wichtigsten Arbeiten von Josef Beuys gab und immer noch gibt,
die den Titel führte Block Boys. In diesem Block Boys, der aus 7 Museumsräumen bestand, konnte man sozusagen das bildnerische Denken von Beuys nachverfolgen, in seltsamen Figurationen, also Vitrinen, in denen eigenartige Dinge lagen, plastische, skulpturale Gegenstände, die ganz ungewöhnlich waren, also sich von allem unterschieden, was in der zeitgenössischen Kunst sichtbar war. Diese Räume haben mich sehr stark beeindruckt. Die haben, also der Durchgang durch diese Räume haben mein Gefühl gestärkt, dass es sich hier um eine außerordentlich wichtige künstlerische Figur handelt, sozusagen sogar um eine Ausnahmegestalt in der Kunst des 20. Jahrhunderts. Und mein Interesse konnte durch die Öffnung sozusagen dieser engen DDR jetzt durch wirklich intensive Studien der Lebensgeschichte von Beuys fortgesetzt werden. Und das Erste, was mich elektrisiert hat, war die Idee von Beuys, 1974 in einem selbstgeschriebenen Lebenslauf die Trennung zwischen Lebenslauf und Werklauf aufzuheben, sozusagen das Private aufzugeben und nur noch eine Figur zu sein, die öffentlich den Werklauf, also seine eigene Entwicklung, seine künstlerische Entwicklung und seine künstlerischen Ideen vorträgt, die also nicht mehr irgendwelche Rückzugsgebiete hat, sondern seine eigene Gestalt radikalisiert als öffentliche Person, die also ununterbrochen auch zur Verfügung steht in einer, wie er es nannte, permanenten Konferenz über die gesellschaftlichen Fragen. Das war sozusagen ein Programm mit einer unglaublichen Energie. Also Beuys hat einmal in einem seiner Aphorismen gesagt, ich ernähre mich durch Kraftvergeudung. Also das war, wenn man dieses Programm sich vor Augen geführt hat, war das einleuchtend, dass dort jemand also sich selbst sozusagen als Modell einer Vorstellung, die nach seiner Vorstellung für die gesellschaftlichen Probleme dieser unserer Zeit bis heute sozusagen ein wirksames und hilfreiches Modell ist, dass er an sich selbst experimentell im öffentlichen Raum sozusagen als Beweis, als Laboratorium seiner Gedanken und seiner Praxis als Beweis der Öffentlichkeit angeboten hat. Das war im Grunde das, was diese Figur Beuys ausgezeichnet hat, die sich im Sinne dieses Öffentlichseins und dieses Experiments in der Öffentlichkeit auch signifikant gemacht hat, dadurch, dass er eben diese heute berühmte Kleidung getragen hat, also diese Anglerweste, die Jeans, die Stiefel und den Hut als markante Wesensmerkmale seiner Person. Also er hat selbst einmal gesagt, wenn der Hut erscheint, wissen die Leute, das ist der Beuys. Also er wollte keine Umwege, sondern er wollte sofort sichtbar machen, wenn er in Erscheinung tritt, dann treten seine Ideen auf und dann ist sozusagen diese permanente Konferenz eröffnet. Diese Konferenz hat er zunächst als Hochschullehrer in Düsseldorf an der Akademie mit seinen Studenten betrieben, ist dann aber sehr schnell aus diesem pädagogischen Rahmen in der Kunsthochschule ausgebrochen, indem er zunächst einmal den Numerus Clausus aufgehoben hat, also die Anzahl der Studenten in seiner Klasse unbegrenzt erklärt hat, also
im Grunde in kürzester Zeit mehrere hundert Studenten in seine Klasse aufgenommen hat. Und das Ministerium, also das damals zuständige Bildungsressort im Ministerium, hat sich natürlich dagegen ausgesprochen, dass ein Hochschullehrer diesen Numerus Clausus aufhebt. Und Beuys wurde im Zuge also dieser Selbstermächtigung sozusagen im Hochschulwesen aus seinem Amt als Professor an der Akademie in Düsseldorf entlassen, was dazu führte, dass er eine freie Universität gegründet hat, also eine oder gründen wollte, eine Universität, die privat organisiert ist, also aus dem staatlichen Zugriff heraustritt, als private Initiative von einigen Gründungsdirektoren, darunter auch der Schriftsteller Heinrich Böll, der Grafiker Klaus Steg. Gemeinsam wollten sie in der Nähe von Düsseldorf eine freie Universität gründen, was dann an verschiedenen Dingen gescheitert ist. Und Beuys hat diese Idee der Universität in eine freie, ambulante Universität gewandelt. Das heißt, er hat diese Universität an verschiedenen Orten in Europa immer wieder neu ins Leben gerufen, in dem Augenblick, wo er als Lehrer an diesen Orten aufgetreten ist. Er hat diese Grenzüberschreitung, die für einen Künstler ungewöhnlich ist, also aus dem konventionellen Rahmen des Künstlerseins, also die Arbeit im Atelier, das Privatleben, das Ausstellen von Kunstwerken und ansonsten das kontemplative, zurückgezogene Arbeiten. Das hat Beuys vollkommen in das Gegenteil verwandelt. Der Künstler, der nicht mehr zurückgezogen arbeitet, sondern als öffentliche Figur unterwegs ist. Er hat noch während seiner Hochschulzeit Parteien gegründet, 1967 die erste Partei, nämlich die sogenannte Deutsche Studentenpartei, wo er im Untertitel angegeben hat, dass die meisten Mitglieder dieser Partei Tiere sind. Also er hat sehr früh auf das Problem, was wir als Menschen in Beziehung zur Tierwelt oder zur Natur insgesamt haben, nämlich dass wir sowohl die Tiere wie die Natur insgesamt als Ressource betrachten, als etwas, was wir vernutzen können, was wir umwandeln können in materielle Gegenstände oder in Nahrungsmittel, wie etwa die Tiere nur noch als Fleischproduzenten gesehen worden. Das hat Beuys gesehen und hat sehr früh gefordert, dass man der Tierwelt und der Natur insgesamt einen eigenen Rechtsstatus zubilligen muss. Also man sollte nicht mehr diese uneingeschränkte Beziehung zu etwas, zu totem Material als Naturbeziehung transportieren, sondern man sollte die Natur als mit eigenem Recht versehenes Gegenüber betrachten, was man über diesen Rechtsweg in eine andere Rolle im menschlichen Bewusstsein hineinhebt. Damit war Beuys seiner Zeit sehr weit voraus. Das ist etwas, was erst in der letzten Zeit, also in den letzten Jahrzehnten innerhalb der Gesellschaft, auch in der Philosophie diskutiert wird. Also die Frage nach dem Rechtsstatus der Pflanzen, der Tiere und der Natur insgesamt, was, wenn man das gesellschaftlich durchsetzen könnte, natürlich auch eine völlig andere Beziehung zu unseren ökonomischen Verhältnissen herstellen würde. Etwas, was wir heute sehr deutlich sehen durch schwere Störungen innerhalb des ökologischen Haushaltes, etwa die Nachhaltigkeitskrise oder die Klimaverschiebung, die also uns heute in extremer Weise dazu zwingen, neue ökonomische Formen zu denken. Das alles hat Beuys bereits in der Mitte der 60er Jahre
als Voraussicht auf das Kommende und auf Indizien, die er in seiner Zeit, also in der Gesellschaft gefunden hat, entwickelt hat. Also Beuys ist in diesem Sinne auch eine utopische Figur, also die Utopie als Plan verstanden hat. Er hat immer davon gesprochen, dass Utopie für ihn der Plan bedeutet und dass utopisches Denken heißt, einen Plan entwickeln für die Zukunft. Also das hat Beuys sehr früh getan und logischerweise und fast harmonisch führt das in sein Engagement innerhalb der zunächst außerparlamentarischen ökologischen Bewegung, die aus vielen Quellen gespeist war, die also verschiedene Aktivisten hatte, die bereit waren, eine Partei zu gründen, die also den augenblicklich herrschenden Parteien in der Bundesrepublik ein alternatives ökologisches Programm aus der Opposition heraus anbieten. Also Beuys war einer der ersten, die sich für diese politische Bewegung engagiert haben. Er hat sich selbst in den Listen der Grünen Partei aufstellen lassen. Er war 83 beim Gründungsparteitag der Grünen dabei, hat Wahlkampf mit Petra Kelly, eine der wichtigsten Aktivistinnen der ökologischen Bewegung in Deutschland gekämpft, also für Stimmen, für Wahlstimmen, und war jemand, der mit dazu beigetragen hat, dass diese Partei schließlich in den Deutschen Bundestag eingezogen ist. Beuys hat sich dann später von diesem grünen Aktivismus etwas distanziert, weil er die Kompromisse, die diese Partei beschlossen hat, auf dem Weg sozusagen ins Parlament und darüber hinaus auf dem Weg in etwa in eine Führungsposition innerhalb der Regierung, Kompromisse, die Beuys nicht mittragen wollte, und deshalb hat er sich außerhalb dieser grünen Bewegung als ökologischer Aktivist und als weltberühmter Künstler etwa in der Aktion auf der Documenta 7, die er 7000 Eichen genannt hat, gezeigt. Also er hat vorsätzlich die Museen verlassen. Er hat beschlossen, nicht mehr in den Museen auszustellen, sondern nur noch innerhalb der Gesellschaft mit sozioökologischen Projekten zu agieren. Diese sozioökologischen Projekte sind die großen Aufgaben, die sich Beuys an seinem Lebensende gestellt hat. Das erste davon war das eben erwähnte Projekt 7000 Eichen, also das Vorhaben in der Stadt Kassel, die alle 4 Jahre der Ort der internationalen Documenta ist, eine Pflanzaktion durchzuführen, also 7000 Bäume in den Stadtraum zu bringen, die als Gemeinschaftsprojekt geplant war, ein Gemeinschaftsprojekt zwischen einer Arbeitsgruppe um Josef Beuys und den Bewohnern der Stadt Kassel und anderen Menschen, die an dieser ökologischen Pflanzaktionen interessiert sind. Also er hat darum geworben, dass dieses Projekt, was ein modellhaftes Projekt war, innerhalb der 4 Jahre, die ihm zur Verfügung standen, bis zur nächsten Documenta 8 realisiert wird. Also Beuys hat in diesen Jahren, die ihm noch geblieben sind, er ist Anfang 86 gestorben, also hat die Erfüllung seines Projektes nicht mehr erlebt. Den letzten Baum hat sein Sohn Wenzel in Kassel gepflanzt. Diese letzten Jahre hat Beuys intensivst genutzt, um weltweit sozusagen Sympathisanten und auch Geldmittel einzusammeln,
um zu zeigen, dass man aus der sozusagen einfachen Initiative heraus Zeichen setzen kann in der Gesellschaft, aus dem Willen heraus, etwa wie das auch die junge Klimaaktivistin Greta Thunberg, also die schwedische Schülerin, die sich eines Tages durch einen Film, den sie gesehen hat über die Verschmutzung der Meere, sozusagen schlagartig durch das Entsetzen, was sie empfunden hat, wie schwer wir den ökologischen Haushalt als Menschen durch unsere Verschwendung belasten, in eine Aktivistin verwandelt hat. Sie hat also beschlossen, nicht mehr in die Schule zu gehen, hat einen Schulstreik auf ihre Tafel geschrieben und sich vor das schwedische Parlament gesetzt und den Politikern gezeigt, dass sie nicht mehr bereit ist, in die Schule zu gehen, wenn die Politik nicht größere Anstrengungen unternimmt gegen diese Klimaverschiebung, die Nachhaltigkeitskrise. Entscheidende Veränderungen herbeizuführen, das war eine Entscheidung, die ähnlich voraussetzungslos war wie das, was Beuys mit seinem erweiterten Kunstbegriff versucht hat. Also Greta Thunberg ist ein Beweis dafür, dass man ohne Voraussetzungen handeln kann, dass man nicht auf nichts warten muss. Man kann sich entschließen, in der Gesellschaft Zeichen zu setzen. Und wie man bei ihr sieht, die ja die Gründerin der Bewegung Friday for Future ist, also eine der größten Protestbewegungen in der jüngeren Menschheitsgeschichte, kann man sehen, dass aus diesem persönlichen Willen und Mut heraus es gelingen kann, solche Bewegungen anzustoßen. Also wir zeigen in Düsseldorf in diesem Jahr eine Ausstellung, wo wir versuchen, diesen berühmten Satz von Beuys, jeder Mensch ist ein Künstler, zu hinterfragen, also den Sinn dieses Satzes deutlich zu machen. Und wir nennen das kosmopolitische Übungen mit Beuys. Also wir stellen zu einzelnen Erscheinungsformen in der Biografie von Beuys zeitgenössische Künstler und zeitgenössische wichtige Personen, die es durch ihre Zivilcourage und ihren Mut geschafft haben, in der Gesellschaft sichtbar zu werden, wie etwa Greta Thunberg, in diesen Übungsraum mit Beuys hinein, um deutlich zu machen, dass sich hinter jeder Mensch ist ein Künstler ein Vorschlag verbirgt, der für unsere gegenwärtige angespanntes Verhältnis innerhalb der Gesellschaft ein brauchbarer Vorschlag sein könnte. Also Beuys hat diesen, um das zu erklären, hat diesen Satz als sozusagen Aphorismus oder Werbung für seinen erweiterten Kunstbegriff eingesetzt, der heute jedermann als in irgendeiner Weise selbstverständlich erscheint, aber in sich natürlich komplizierter ist, als das erste Lesen es scheinbar zeigt. Denn die Frage ist natürlich, wenn man diesen Satz intensiv liest, was heißt das eigentlich? Jeder Mensch ist ein Künstler. Also jeder, das Wort jeder ist der universelle Ansatz, der universalistische Gedanke, der sich in diesem Satz verbirgt, der natürlich ganz klar antirassistisch gegen jede Form von Frauenfeindlichkeit oder sexueller Diffamierung oder
Herabsetzung in irgendeiner Weise gerichtet ist, weil jeder Mensch ist halt jeder Mensch. Da ist niemand von ausgeschlossen. Und Künstler, also dieses Künstler kann man verstehen als das, was aus dem deutschen Idealismus und der Romantik her als Idee in die Gesellschaft getragen wurde, dass also der Künstler die eigentlich würdigste Beschreibung des Menschen ist. Und insofern finden wir in dem Wort Künstler ein Idealbild des Menschen von Goethe herkommend, von Schiller herkommend, also von Novalis konkret gedacht, der sogar diesen Satz in der Möglichkeitsform entwickelt hat. Novalis hat geschrieben, jeder Mensch könnte ein Künstler sein, also in der Möglichkeitsform als Erziehungsidee zum Künstler hin, während Beuys davon ausgeht, dass jeder Mensch das schon ist. Also er geht davon aus, der Mensch ist konstituiert durch seine schöpferischen Fähigkeiten, durch seine Möglichkeiten, kreativ zu sein. Das heißt, er ist ein Kreativer, er wird nicht ein Kreativer, sondern er hat diese Fähigkeiten in sich a priori als Anlage. Natürlich meint man, wenn man in die Welt hinaussieht, wenn man also die verschiedenen Auftritte von Menschen sieht, dass die Menschen, die man beobachtet in ihrer Unterschiedlichkeit, überwiegend weit davon entfernt sind, ihre kreativen Fähigkeiten frei im Sinne einer freien Gesellschaft in Anspruch zu nehmen. Aber es ist sozusagen ein Ausweis und ein Zeichen dafür, dass diese freie, innere Freiheit, diese Kreativität weitgehend verschüttet ist und Menschen durch bestimmte Prozesse innerhalb der Gesellschaft in einem entfremdeten Verhältnis von sich selbst leben. Deshalb hat Beuys ist immer davon ausgegangen, dass dieser Gedanke des freien Menschen, der Demokratie, des Künstlers im Menschen nur Sinn macht, wenn man sich über gemeinsame Richtkräfte verständigen kann. Also die Richtkräfte, das Ausgerichtetsein auf eine bestimmte Idee, auf ein bestimmtes Vorhaben in der Gesellschaft, sollte nach Beuys Vorstellung möglichst von einer umfassenden Bildung sozusagen hergeleitet werden. Deshalb hat er sehr, sehr früh, als er nach seinem Studium relativ bald eine Professur an der Kunstakademie in Düsseldorf bekam, davon gesprochen, dass die Pädagogik sein größtes Kunstwerk sei. Also das Pädagogische, das Erzieherische, das Miteinanderreden war für Beuys nicht im alten Sinne eine autoritäre Beziehung zwischen Schüler und Lehrer, wobei der Lehrer, also hierarchisch gesehen, der Bestimmende war, derjenige, der vorgegeben hat, wie in welche Richtung der Wissenserwerb oder das Denken zu gehen hat, sondern Beuys hat von einem oszillierenden Verhältnis zwischen Studenten und Lehrer gesprochen. Das heißt, dass der Lehrer in dem Moment, wenn der Schüler spricht, zum Schüler wird und der Schüler zum Lehrer, wenn er spricht. Also als immer derjenige, der im Sprechen denkt, ist im Grunde derjenige, der etwas vermittelt, also nimmt entweder die Rolle des Lehrers ein als Sprechender oder des Schülers als Hörender. Also dieses oszillierende, antihierarchische Verhältnis war für Beuys Pädagogik eine Grundform, die ihn dazu gebracht hat, in den Anfang der 70er Jahre
eine Organisationsbüro für direkte Demokratie zu gründen. Also er hat eine Zeit lang angenommen, dass in der Gesellschaft die direkte Demokratie das wesentliche Element politischer Verhältnisse sein sollte, bis er verstanden hat, dass die direkte Demokratie, ohne dass die Menschen, die direkte Demokratie in Anspruch nehmen, umfassend gebildet sind, kein wirksames Instrument ist. Also folgerichtig passierte dann nach der direkten Demokratie das, was ich schon erklärt habe, nämlich die Gründung einer freien Universität, die als wesentliches Instrument dienen sollte, dieses Bildungsfeld zu erweitern. Und wenn von Bildung die Rede ist, dann muss man auch diesen Begriff hinterfragen. Was hat Beuys eigentlich darunter verstanden? Was war seine Kritik an den herkömmlichen Bildungsinstituten? Zum einen war es die Organisationsform. Er wollte, dass die Universitäten und Schulen aus dem staatlichen Zugriff entlassen werden und sich in eine eigenorganisierte Form bewegen. Also er wollte die unbedingte Universität, etwas, was in den letzten Jahrzehnten immer wieder diskutiert wurde im Zusammenhang etwa in Deutschland mit der Einführung des Bachelor-Master angelsächsischen Hochschulsystems, was in gewisser Weise die Prinzipien der von Humboldt gegründeten ersten modernen Universität in Berlin, ich glaube 1808, in gewisser Weise aufgehoben hat, also die Unbedingtheit zurückgeführt hat in eine bedingte Universität, die also im Wesentlichen effizient ausgerichtet ist auf wirtschaftliche Fragen, auch wirtschaftlich abhängig ist und also freiheitliche Ideen, etwas, was ziellos operiert im Entwicklungsmodus, weitgehend zurückgedrängt hat. Gegen eine solche Form der Universität hat sich Beuys gerichtet durch seinen Erweiterungsgedanken, der nicht nur die Kunst betroffen hat, sondern auch alle anderen Disziplinen. Beuys hat etwa von einem erweiterten Wissenschaftsbegriff gesprochen, der, wenn wir hier über Bildung reden, natürlich besonders relevant ist. Das heißt, die einseitige Bildungsvermittlung, die für Beuys stark von einem materialistischen Verhältnis zur Welt geprägt war, sollte in ein komplementäres Denken hinein erweitert werden. Das heißt, Beuys hat die Ideen, die aus dem deutschen Idealismus kamen, also diese Vorstellung, dass das Geistige sich nicht nur als ein sozusagen Ergebnis physiologischer Prozesse im menschlichen Gehirn bildet, sondern dass das Geistige in allen Dingen dieser Welt inhärent ist, dass also auch das Materielle, die Materie selbst von geistigen Prozessen oder Energien durchdrungen ist. Also diese Vorstellung einer ganzheitlichen Welt, in der es keine Trennung mehr zwischen Geist und Materie gibt, die hat Beuys sehr stark versucht, wieder in das Bewusstsein zu bringen. Und er hat sich auch verstanden als jemand, der deutlich macht, dass das menschliche Leben sich nicht nur zwischen Geburt und Tod abspielt, was im Grunde das Feld der positivistischen Wissenschaft ist, die also innerhalb dieses Rahmens operiert, sondern dass dieses Leben ein Davor und ein Danach kennt und dass man dieses Davor und Danach durchaus befragen muss. Also das, was Beuys
die übersinnliche Welt genannt hat. Wenn wir auf dieses Thema kommen, der übersinnlichen Welt, dann ist Beuys von mehreren Quellen sozusagen gespeist. Das muss man deutlich sehen, dass Beuys sich nicht verstanden hat als jemand, der sozusagen genialisch aus dem Nichts seine Ideen schöpft, sondern als jemand, der, und das war ihm wichtig, eine anthropologische Kunst praktiziert. Und das heißt, eine menschenkundliche Kunst, was heißt, dass er etwas erzeugt, was auf die gesamte, auf der gesamten Geistes- und auf der gesamten Geistesgeschichte der menschlichen Gesellschaften beruht. Deshalb findet man bei Beuys, was, glaube ich, in der Kunst beispiellos ist. Ich kenne keinen Künstler, der ein ähnliches Programm aufgelegt hat, findet man bei Beuys den Durchgang durch die gesamte Menschheitsentwicklung. Also er befragt quasi die Menschheit seit ihren ersten Auftrittsformen nach dem, was der Mensch eigentlich ist. Also was konstituiert den Mensch, was zeichnet den Mensch aus? Und er sieht die einzelnen Kulturstufen der Menschheitsentwicklung sehr deutlich. Also er sieht die erste Stufe des noch naturgebundenen Menschen, dem also die Natur gegenüberstand, der also die Natur beschworen hat, die Geisterwelt dieser Natur kannte, mit den Geistern gesprochen hat, mit ihnen Umgang pflegte. Das ist sozusagen die prähistorische Kulturstufe, die dann in die großen mythologischen Kulturen, also den sogenannten antiken Kulturen hineingeht, wo es ein mythologisches, also ein ganzes Reich von Götterwesen gibt, die also bestimmte Felder des menschlichen Seins betreuen und die auch Ansprechpartner sind. Und für Beuys ist dann der Monotheismus, wo also diese Götterwelt in einem Gott vereint wird und besonders die Erscheinung von Jesus Christus, das heißt die Anwesenheit eines Gottes in einem Menschen, die entscheidende Kulturstufe. Er nennt das den Einbruch des Rationalismus in die Welt und den Beginn der Wissenschaft. Also durch Christus sieht Beuys die Wissenschaft überhaupt erst als Möglichkeit, weil zuvor die Menschen sozusagen in Gruppenseelen, in gruppengebundenen Glaubensvorstellungen gelebt haben, die also den Einzelnen, das Subjekt, noch nicht heraustreten ließen. Erst das Erscheinen von Christus ermöglicht es sozusagen, dass die Person in die Gesellschaft eintritt, also das selbstbewusste Subjekt, was seine Erkenntnismöglichkeiten nutzt und über diese Erkenntnismöglichkeiten seine Umwelt analysiert. Der Höhepunkt dieser Entwicklung findet sich dann in der Renaissance, wo zum ersten Mal der Künstler quasi als Subjekt auftritt und überhaupt die Wissenschaft in großen Zügen voranschreitet. Für Beuys war Leonardo da Vinci eine außerordentlich wichtige Figur, weil er in Leonardo da Vinci beispielhaft oder wie er sagt modellhaft dieses komplementären Denken gesehen hat, also in einer Gestalt vereint, dass sowohl das Religiöse, das Philosophische wie das Wissenschaftliche und das Künstlerische Denken als Einheit. Also der Künstler sozusagen als Wissenschaftler und der Wissenschaftler als Künstler in der Gestalt von Leonardo da Vinci, die
bereits in den 50er Jahren bei Beuys eine entscheidende Rolle spielt. Seitdem hat er an etwas gearbeitet, was er Giacondologie nennt, also die Wissenschaft von der Gioconda, der Mona Lisa von Leonardo da Vinci, also die Annäherung an dieses Modell Leonardo da Vinci. Also wie vorhin erwähnt, er ist auf der Suche nach Kooperateuren, die sozusagen ihm helfen, diesen erweiterten Kunstbegriff zu entwickeln. Später ist Beuys immer wieder in unterschiedlichen Gestalten aufgetreten, die diese Verbündeten, die er gefunden hat, in Einzelfiguren auftreten lassen. Also er ist, was alle Welt mit Joseph Beuys verbindet, als Schamane auf die Bühne, also des Kunstgeschehens der 60er Jahre besonders aufgetreten, eine Figur, die spektakulär dann 1974 in New York als Schamane mit einem lebendigen Kojoten spricht. Also diese Figur des Schamanen nimmt Beuys ein, also eine Gestalt, die für ihn im Grunde noch eine der unverbrauchten Figuren innerhalb der Gesellschaft darstellt. Also sowohl der Künstler wie der Politiker wie der Lehrer, all diese westlichen Erscheinungen sind für ihn durch den Materialismus im Grunde verbrauchte Figuren, stehen unter Verdacht, sind also nicht mehr etwas, nicht mehr brauchbar für seine politischen Ideen, während der Schamane, und der bezieht sich auf den sibirischen Schamanen, eine Widerstandsfigur ist, die sich bis in die jüngste Zeit hinein als eine Gestalt, die aus den, sage ich mal, aus dem Rahmen der ersten menschlichen Kulturen überlebt hat, aktiv, also heute glaube ich nur noch im Tibet unterwegs ist und ihre alten Beziehungen aufrechterhalten hat, nämlich als Heilerfigur. Das war Beuys außerordentlich wichtig, dass der Schamane so etwas wie ein Arzt ist, der also andere Methoden entwickelt, den Patienten zu heilen, als das die westliche Medizin kennt. Also der Schamane in seinen Seancen wird gerufen wie der herkömmliche Arzt, und in seiner Ankunft, in seiner ersten Begegnung mit dem Patienten entwickelt er eine Diagnose, also in Befragung, in Betrachtung, in der Wahrnehmung des Kranken, und diese Diagnose gestaltet dann die Seance, also seine Therapie, also wie lang die ist, welche Mittel eingesetzt werden, welcher Ritus und so weiter. Also er ist eine Heilerfigur, die Beuys auf die gesamte westliche Gesellschaft überträgt, also der Künstler als Heilerfigur. Das ist die Idee, die Beuys also in diesen Schamanen einnimmt, wenn er etwa in New York dem Kojoten begegnet, der für bestimmte indigene Völker eine Gottfigur ist, eine etwas zwielichtige Gottfigur, die in sich auch, sage ich mal, Trickster, er wird auch als Trickster benannt, Trickster-Eigenschaften hat, also Mittel verwendet, die also in unserer Gedankenwelt als negativ eingeschätzt werden. Also der Kojote ist nicht eine Gottfigur, die also nur von positiven Eigenschaften begründet wird. Mit dieser Figur spricht Beuys, weil er quasi in die Erfahrungswelt des ursprünglichen Amerika eintreten will und
davon spricht, die Rechnung mit dem Kojoten ist noch nicht beglichen. Also er will demonstrieren, dass die amerikanische Gesellschaft, also die hochkapitalistische Gesellschaft, ihre Herkunft und den Preis dessen, den andere zahlen mussten, also die ursprünglichen amerikanischen Völker zahlen mussten noch nicht, diese Rechnung noch nicht beglichen haben. Also das ist eine wichtige Figur in dem ganzen System von Joseph Beuys, die also in unterschiedlichen Gestalten auftritt und deutlich macht, also wie weit sein erweitertes Denken und sein erweiterter Kunstbegriff in seinen politischen Aktionen reichte und wie sehr diese Gedanken auch mit heutigen Vorstellungen etwa in der Rückkehr von esoterischen Beziehungen zur Welt oder in der Frage nach alternativen Ernährungsformen und so weiter wieder eine Rolle spielt und im Grunde die Möglichkeit erzeugt, also mit einer solch umfassenden, universell komplex denkenden Figur Beuys in ein anderes Gespräch zu kommen, als das noch vor, sage ich mal, 20 Jahren möglich war. Und damit würde ich diese kleine Einführung beenden. Vielen Dank.